Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt habe ich hier drüben wieder die Mutter vom Lächeln der kleinen heiligen Theresia aufgestellt. Nicht bloß, weil gestern das Fest der heiligen Eltern dieser Heiligen war, sondern weil, wenn uns einmal so nicht zum Lächeln zumute ist, dann schauen wir auf sie. Weil ihr war sicherlich auch nicht immer gerade so zum Lächeln zumute. Manchmal war sie vielleicht auch so eben total niedergeschlagen und total traurig und hatte es total schwer auch. Und es war ihr überhaupt nicht so zum Lächeln zumute. Und trotzdem heißt sie die Mutter vom Lächeln. Und was aber hat sie getan? Und was hat auch jene getan, die vor ihr sozusagen die großen Gnaden bekommen hat? Sie haben eines getan. Sie haben aufgeopfert. Sie haben es aus Liebe getan. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Jesus haben sie es getan. Ganz aus Liebe. Und das kann man sich nicht genug merken, dass das Opfer aus Liebe die Lösung für alle Probleme ist. Für alles. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss das selber dann einmal zuerst erleben. Das ist die Lösung für jedes Problem. Für alles. Und man bekommt ein ganz großes Geschenk. Und das ist dann sozusagen, man bekommt nicht unbedingt sozusagen das Lächeln aufs Gesicht gezaubert, sozusagen als eine, also ich hätte gesagt, kosmische Operation. Wie heißen diese Operationen da? Also diese Operationen da halt, wo man halt so sozusagen wie sich da die Falten hochziehen lässt, dass man immer mit so einem Lächeln rumrennt. Sondern man bekommt den Frieden des Herzens. Man bekommt die Ruhe des Herzens. Man bekommt so diese Ausgeglichenheit. Man bekommt so diesen Frieden. Man bekommt so diesen Frieden. Deshalb fahre ich so gerne pfeifen durch den Ort. Das ist so dieses Kennzeichen von uns Sauters, dass wir so pfeifen. Aber das regt dann wieder andere auf, weil sie sozusagen, ja, keine Ahnung wie. Aber für mich ist das so ein Zeichen des Friedens, so dieses Innere, dieses Ausgeglichensein sozusagen. Also, die anderen regen sich da wieder drüber auf. Vielleicht, weil sie selber keinen Frieden im Herzen haben. Keine Ahnung. Aber es ist das so, die Mutter vom Lächeln, sie hat so diesen Frieden des Herzens gehabt, weil sie geopfert hat. Weil sie zutiefst mit dem Kreuz ihres Sohnes verbunden ist. Deshalb haben wir sie ja auch vor das Kreuz gestellt oder unter das Kreuz gestellt, eben weil dort war sie mit ihm himmelhoch jauchzend, aber auch zu Tode betrübt. Und deswegen hat sie immer so dieses Ja-Wort gesprochen. Vom Anfang ihres Lebens an hat sie dieses Ja-Wort gesprochen. Deshalb feiern wir heute die Messe Maria den Jüngern zur Mutter gegeben. Wir brauchen sie wirklich. Wir brauchen sie wirklich. Wir brauchen sie wirklich, diese Mutter. Aber wir müssen sie natürlich auch als unsere Mutter annehmen. Also bringt alles nichts, gell? Ist das bloß frommes Getue irgendwie so, gell? Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein bisschen salopp, gell? Ist das bloß frömmlerisch eigentlich? Nein, wir müssen sie als Mutter annehmen. Wir müssen wirklich das, was Ludwig Maria Grignon gesagt hat, wir müssen es wirklich leben. Mit Maria, durch Maria, in Maria, für Maria, bei Maria. Und dann passiert das, was wir uns ja so sehr wünschen. Wir werden in unmittelbarer Nachbarschaft zu Jesus sein. Nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft, wir werden mit ihm zutiefst verbunden sein. Nämlich im Herzen dieser Mutter. Das sagt ihr doch einmal, oder? Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern? Das sagt ihr doch dann einmal der Heilige, nicht der Heilige, wie heißt der, Petrus Pavlicek, als er da in Prag vor einem Kreuz gebetet hat und sagt, Jesus, ich möchte dich noch viel mehr lieben. Dann hört er doch in seiner Seele diese Stimme, dann geh zu meiner Mutter, dann geh zu meiner Mama. Naja, das hat er dann gemacht und dann ist er gegangen. Und dann ging sein Apostolat los. Dann ging es los. Eben so. Jetzt wollen wir
den Herrn um seinen Segen bitten für alle, eben für die wir gebetet haben, für alle, die immer noch so an den Aufräumarbeiten sind. Und bei uns wird es heute auch noch so weitergehen. Und das muss man noch machen und jenes muss man noch machen und jenes Blatt muss man noch so wegfirben. Jedes Blätter muss man noch wegdrüsseln. Und dann vielleicht unten noch ein bisschen Wasser staubsaugen und so. Und dann wird es alles irgendwann einmal wieder gut. Panem de coelo prestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.